Ich weiß gar nicht mal, wie viel das Zoom-Meeting es ist, aber schön, dass Sie da sind. Und vor allen Dingen nicht nur die, die heute live immer wieder so brav dabei sind. Wunderbar ist es, die ganzen Aufzeichnungen. Auf einigen meiner Zoom-Meetings habe ich bis zu 350 Klicks bzw. Sichtungen. Das ist natürlich echt enorm. Also ich freue mich, dass Sie da sind. Unseren kleinen technischen Fauxpas bitte ich zu entschuldigen. Sie sind neugierig und ich auf dem richtigen Weg. Bevor wir starten, unsere üblichen Hinweise. Die Präsentation wird aufgezeichnet. Chat und Teilnehmername sind dabei nicht erkennbar. Datenschutzhinweise: Bei der Durchführung dieser Präsentation und so bezeichneten Seminarsitzung gelten die Datenschutzbestimmungen der Firma Zoom. Meine Präsentation, wie immer, 15 bis 20 Minuten in etwa. Alle Fragen, die kommen, stellen Sie gerne in den Chat. Ich beantworte sie im Anschluss oder wie immer schriftlich über meine offene Website. Oder wenn Sie direkte Fragen haben, schicken Sie mir eine Mail, rufen Sie mich an. Ich habe Ihnen in den letzten Tagen, Wochen und Monaten versucht, Ihnen aufzuzeigen, dass ein Wechsel an der Spitze der Verwaltung mehr Vorteile bringt und auch sehr viele Chancen birgt. Sie waren stets neugierig, ich durfte Ihnen meine Vision vorstellen. Ich konnte durch Ihre Anregungen meine Zielvorstellung noch besser definieren. Ich habe Fehmarn im Herzen und die Zukunft im Blick. Damit meine ich die Zukunft von Fehmarn, nicht meine persönliche. Ich kann als Ihre Bürgermeisterin neue Maßstäbe setzen. Ich sorge für mehr gute Bürgerbeteiligung. Damit meine ich, ich werde Sie mehr informieren, meine Bürgernähe nutzen, um mehr Transparenz zu schaffen. Ich werde alle Generationen mitnehmen. Ich habe mir die Sorgen der Senioren angehört. Ich war mit dem Seniorenbeirat in Schwerin. Ich weiß um die Ängste der Jugend und ich wünsche mir mehr Hortplätze und Kita-Betreuung, vor allen Dingen die, die bedarfsgerecht zu ihnen passt. Ich stärke das Ehrenamt und soziales Engagement. Für mich ist wie Ehrenamt wichtig, um ein gutes gesellschaftliches Leben hier aufrechtzuerhalten. Die Feuerwehrrente ist umsetzbar und wertvoll. Ich baue auf grüne Energien und ich schätze die Landwirtschaft. Damit meine ich, dass Windkraft auch mit Tourismus funktionieren kann. Bürgerbeteiligung ist dafür der erste Schritt. Ich schaffe eine digitalisierte Verwaltung, die sich als guter Dienstleister für den Bürger verstehen kann. Damit meine ich, dass ich Chancen in der Veränderung sehe und meine Mitarbeiter motivieren kann. Der bezahlbare und preiswerte Wohnraum wird bei mir zur Chefsache. Damit meine ich, dass andere Dinge warten können. Ich habe das nötige Vertrauen in die aktuell gewählten Mittel und freue mich auf den Dialog mit den Fachleuten. Ich spreche schwierige Themen an und kümmere mich darum. Es ist aber elementar wichtig für unsere Insel, dass wir eine funktionierende Durchmischung haben und so unsere Wirtschaftskraft erhalten, besser noch ausbauen und noch mehr stärken können. Das Ganze möglichst touristisch unabhängig. Eine breite Aufstellung ist krisensicher. Das merken wir alle beim Thema Corona. Geht das? Wie baue ich unsere Wirtschaftskraft aus? Mehr, mehr, mehr. Das ist nicht so einfach. Unsere Insel ist räumlich begrenzt und wir sind vom Wasser umgeben. Das macht eine Insellage üblicherweise so aus. Das macht aber zum einen die Auswahl an Wirtschaftszweigen und damit verbundene Schaffung von Jobs für junge Leute schwieriger. Schwieriger, aber nicht unmöglich. Denn auf der anderen Seite ist Fehmarn durch die Lage für Arbeitnehmer attraktiv, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Für einige Wirtschaftszweige umso attraktiver. Und diese Chancen muss man nutzen. Diese Chancen möchte ich nutzen. Und jetzt betrachte ich die Sache nochmal von vorne. Schaffen wir es aus eigener Kraft? Haben wir das Potenzial? Können wir unsere Jugend halten oder zurückholen? Was haben wir auf Fehmarn als Grundlage für gute Ausbildung oder für gute Fortbildung? Zuerst einmal haben wir Schulen. Wir haben Grundschulen in Landkirchen und in Burg. Digitalität kann da sicherlich noch besser werden, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Wege. Wir haben eine Montessori-Schule, die bis zur 10. Klasse hier in kleinen Gruppen nach Grundlagen von Maria Montessori arbeitet. Ich schwenke jetzt mal ab. Kennen Sie den Bildungsgedanken von Maria Montessori?
Lernen ohne Lehrer. In der Schule tritt der Lehrer in den Hintergrund. Der Grundgedanke des Montessori-Prinzips hilft mir, es selbst zu tun. Das ist der Unterschied zur Regelschule. Jeder muss entscheiden, was er für seinen individuellen Weg richtig ist. Sie sehen das Bild, I did it my way. Habe ich auch so übrigens gemacht. Und dann nach der Schule, nach der Grundschule, nach der Montessori-Schule geht es weiter an unsere Inselschule. Breit aufgestellt können Sie hier alle Abschlüsse machen. ESA, MSA, Fachhochschulreife und natürlich das Abitur. Oder man geht nach Oldenburg. Dort haben wir berufliche Schulen und es wird auch die Ausbildungsvorbereitung oder das Berufsgrundbildungsjahr dort angebunden. Und dann verlassen viele junge Leute leider unsere Insel. Sie wollen die Welt erkunden und kommen nicht zurück. Oder erst, wenn sie Ü60 sind. Weil andere Städte oder Länder eben auch schön sind. Sie wollen einen Beruf erlernen, den man bei uns nicht lernen kann. Oder sie wollen studieren. Klar, nicht jeder Ort hat eine Fachhochschule oder einen Unicampus. Die nächsten Universitäten, selbst wenn sie noch in unserer Nähe vielleicht gefühlt sind, sind aber ganz schlecht mit dem ÖPNV erreichbar. Sie sehen das hier, ich habe mal die Pläne hingepackt. Nach Lübeck 2,5 Stunden, nach Kiel in gut 3 Stunden. Das will keiner täglich auf sich nehmen. Also selbst wenn Sie studieren wollen, brauchen Sie auch das Geld Ihrer Eltern. Aber Lübeck, Kiel als Campus mit Fehmarn schlecht im Tagesablauf zu koordinieren. Sie brauchen also eine Wohnung dort. Ein schwieriges und für uns deswegen wichtiges Thema ist es, wie schaffen wir es, Jobs für junge Leute hier zu halten? Warum ist das Thema eigentlich schwierig? Wir müssen uns an den Gegebenheiten stellen und das aktuell, und das ist nämlich fast überall, was passiert im demografischen Wandel. Aktuell haben wir hier das Problem, dass mehr Junge von Fehmarn wegziehen als Nachkommen. Fehmarn überaltert. Was kann eine Bürgermeisterin daran ändern? Erstmal recht wenig. Es sei denn, man hat Vision. Und dass ich Vision habe, das wissen Sie mittlerweile von mir. Und meine Visionen sind auch hinterlegt. Und mit meinen Visionen versuche ich, Sponsoren und die richtigen Wirtschaftszweige gemeinsam mit der Politik nach Fehmarn zu bekommen. Eine vielfältige Wirtschaft wird auch immer vielfältig ausbilden und vielfältig weiterbilden und fortbilden. Wir müssen also versuchen, unsere Wirtschaft Tourismus unabhängiger und damit auch vielfältiger zu gestalten. Das heißt aber nicht, Tourismus geht nicht. Tourismus ist ein ganz wichtiger Bestandteil hier, das können Sie gut machen. Aber für mich ging es heute darum, Jobs für junge Leute vorzustellen, die tourismusunabhängig sind. Aber schauen wir mal an unsere Grundsäulen. Was haben wir? Wir haben Einzelhandel, wir haben Grenzhandel, wir haben Restaurants, wir haben Hotels. Wir haben die Landwirtschaft, wir haben die Bauwirtschaft, Wassersport, sonstiger Tourismus. Wir haben Fischer, wir haben Reedereien, die Gesundheitsentwicklung, Banken, Rechtsanwälte, Zahnärzte, Ärzte, Notare, Steuerberater, Immobilien, kommunale Verwaltung und noch ein paar kleine Nischen. Zum Beispiel die Werbebranche. Das klingt auf den ersten Blick eigentlich nach ganz schön viel. In Deutschland haben wir 325 anerkannte Ausbildungsberufe. An unseren Berufsschulen in Neustadt, in Oldenburg, in Eutin und in der näheren Umgebung werden rund 30 Ausbildungsberufe angeboten. Also nicht mal 10% von unserem gesamten Bildungsangebot, das wir in Deutschland haben, können wir hier darstellen. Daher möchte ich die Vielfältigkeit der Wirtschaft stärken. Und ich möchte, wie schon viele ja gehört haben, auch einen Minicampus nach Fehmarn bekommen. Aber wir fangen jetzt erst mit der Wirtschaft an, bevor wir zu meinem Steckenpferd, dem Campus, kommen. Was können wir auf Fehmarn machen? Der Breitbandausbau bietet uns große Chancen. Neue Medien, Start-ups im Bereich der Biotechnologien, innovative Software, Robotertechniken, Kommunikationswissenschaftler, Entwicklungsgesellschaften für moderne Mobilität und. Das Spektrum ist vielfältig. Mit einem guten Konzept der kommunalen Verwaltung und der Politik gemeinsam könnte ich mir vorstellen, Gewerbesteueranpassungen oder Freistellungen für die ersten 3 bis 5 Jahre für Start-ups zu generieren. Denn dann öffnen wir für Menschen mit modernen und innovativen Start-ups mal Konzepte, die touristisch später unabhängig unsere Stadtkassen füllen. Übrigens machen andere Städte uns das auch schon wieder vor. Und als Voraussetzung für Gewerbesteuersenkungen könnte ich mir die Verpflichtung für neue Ausbildungsplätze oder auch duale Studiengänge vorstellen. Gute Infrastruktur muss für diese Betriebe garantiert sein. Wohnraum, Sie wissen, wie ich das machen möchte. Breitband kann ich nicht viel dran tun, aber das kommt. Aber auch die Kinderbetreuung, auch dort habe ich ein Konzept.
Welche Chancen bieten sich noch? Das war Startups in der Form. Was völlig anderes wäre, kann hierher, das kann jeder sein. Aber welche Chancen haben wir noch? Die feste Fehmarn-Beltquerung. Auch hier gibt es Chancen, die sich weltweit einen Namen machen für im Job, im Bereich Jobs und Wissenschaft. Wissensaufbau für Brandschutz im Tunnel zum Beispiel. Nicht für die Bekämpfung, aber was so für Brandschutzkonzepte. Es gibt sowas hier noch nicht. So ein Tunnel ist einmalig, also können wir uns das Wissen daraus ausbauen. Oder auch Elektrotechnik. Dieses Wissen in den nächsten 10 bis 12 Jahren aufbauen, ausbauen und weltweit vermarkten. Haben Sie mitbekommen, die Engländer? Die planen einen Tunnel zwischen England und Irland. Ich möchte jetzt nicht die Diskussion aufmachen, ob der Tunnel gut ist oder nicht. Ich möchte nur sagen, so ein Projekt gibt es noch nicht. Und wir sollten unbedingt diese Chancen nutzen, damit, wenn die Engländer auch meinen, sie müssen einen so langen Tunnel bauen, ja, wir vielleicht den Engländern helfen können. Nicht als Bauarbeiter, sondern tatsächlich als Wissenstransporteur, Unternehmensberatung im Bereich solcher Bautechniken. Das ist tourismusunabhängige Wirtschaft, Verzeihung. Wissensverkauft, Unternehmensberatung in der Form, es kann sehr ertragsreich sein. Und auch das ist wieder ein Thema, wo ich nochmal feste Beltquerung birgt Chancen. Wir müssen jetzt nicht diskutieren, ob der Belttunnel gut oder schlecht ist. Wir brauchen ihn, ob wir ihn brauchen oder nicht. Auch diese Diskussion ist unnötig, denn er wird kommen. Und deswegen sage ich, Chancen nutzen. Wir müssen das Wissen daraus aufbauen, Wissen vermarkten und neue Arbeitsplätze daraus schaffen für Fehmarn. Gehen wir weiter. Was haben wir noch? Wir haben einen Tiefwasserhafen. Auch hier können wir touristisch unabhängiger werden. Wir haben sehr gute Energiequellen auf Fehmarn, Biogas, Photovoltaik, Windenergie. Und ein Unternehmer, den ich jetzt kenne, der montiert alte Windkraftanlagen hier auf Fehmarn. Er verkauft sie auch weiter. Und wissen Sie, was ihm fehlt? Fläche. Er würde hier, ich glaube, bis zu 8 neue Arbeitsplätze schaffen, wenn er Fläche hätte. Also warum sollen wir nicht als Logistikhandelszentrum für Windkraftanlagen in Puttgarden, Europa oder sogar weltweit tätig werden? Anlieferung und Abholung zu Wasser. Sie wissen, ich komme aus der Logistik. Ein Logistikzentrum mit Value-Added Services. Was ist das eigentlich, Value-Added Services? Sowas gibt es nämlich noch nicht in Europa, deswegen finde ich das ganz wichtig. Value-Added Services sind Zusatzleistungen, die zu dem klassischen zum Logistikprojekt gehören. Abbau, Teileverwertung, Dokumentation, Entsorgung und so weiter. Das bedeutet also, wir verlängern oder verkürzen Wertschöpfungsketten. Im Regelfall verlängern wir sie. Das fängt mit dem Zusammenbau der Anlage an und endet eigentlich damit, wenn eine Anlage wieder abgebaut wird, mit der Entsorgung. Das ist leise und das ist saubere Industrie. Das passt zu Fehmarn. Eine leise und saubere Industrie. Wir können hier also unsere strategisch wichtigen Punkte der Infrastruktur, unseren Tiefwasserhafen, voll ausnutzen. Und das Gebiet dahinter, also was jetzt Bahnhof noch ist oder der Bahn gehört, das mit verträglichem Gewerbe belegen. Es gibt genug Gewerbetreibenden, die auf Fehmarn Flächen benötigen. Diese Betriebe sind touristisch unabhängig und die schaffen Jobs für junge Leute. Das mit dem Logistikzentrum ist eine Idee von mir. Lassen Sie uns gemeinsam weitere Ideen entwickeln und dort umsetzen. Was ist noch touristisch unabhängig? Bildung. Damit komme ich zu meinem Steckenpferd. Ich möchte einen Minicampus auf Fehmarn haben. Vielleicht eine Geomar-Außenstelle, vielleicht aber auch als Außenstelle einer anderen Universität. Auf jeden Fall Bildung, Wissenschaft nach Fehmarn holen. Wie stelle ich mir das vor? Fachbereiche, die zu uns passen. Meeresbiologie, Fachrichtung Algen, nachhaltige Rohstoffe oder essbare Lebensmittel. Ich weiß noch nicht, ob ich Algen mag oder nicht, aber zum Essen meine ich. Aber ich könnte es mir vorstellen. Agrarwirtschaft passt zu uns. Slow Food. Alte Lebensmittel, neu entdeckt. Nochmal, ich hatte es schon mal gesagt, Pastinaken und Meerrettich wächst bei uns am Strand. 40, 50 Studierende, die ein paar Semester bei uns studieren. Vorhabenträger gibt es einige, die das gerne umsetzen möchten. Es gibt genau 3 Vorhabenträger, habe ich aktuell, die das gerne machen möchten. Es sind Fehmarnerbetriebe. Also, weil ich komme gleich zu den internationalen Universitäten, nicht, dass sie denken, die Chinesen kaufen jetzt Fehmarn. Auf keinen Fall. Fehmarner Unternehmen möchten das gerne machen. B-Pläne haben wir dazu. Es ist sogar machbar.
Finanzierung gesichert über Grundmittel, nämlich die Grundmittel kommen vom Bund, und die Drittmittel. Die Drittmittel sind für Fehmarn sehr interessant. Das sind Sponsorengelder oder aber auch Forschungsaufträge. Forschungsaufträge sind sehr ertragsreiche Aufträge. Viele Universitäten machen damit sehr, sehr viel Geld sogar. Wer hat nämlich schon nachhaltige und nachwachsende Lebensmittel vor der Haustür? Wir haben das. Vielleicht noch in Verbindung mit Medizin oder Kosmetik, einfach mal machen. Die Japaner fahren nach Namibia dafür. Mal sehen, wer nach Fehmarn kommt und hier forschen möchte. Und aus der Nähe von Universitäten entwickeln sich sogenannte Third Missions. Also wir haben neue Arbeitsplätze durch ein Studium geschaffen. Aus diesen Third Missions sind wir wieder damit, was verbleibt als Mehrwert in unserer Region. Im Regelfall 10% der Studierenden verbleiben an dem Ort, wo sie studiert haben. Das macht zwar nur im ersten Jahr eine Ansiedelung von circa 5 Familien oder von 5 Menschen, aber das klingt erstmal wenig. Aber nach 5 Jahren macht das schon 25 neue Familien und die haben sich ja hier selbstständig gemacht. Das heißt, die haben einen neuen Mehrwert für die Region geschaffen und damit auch wieder neue Arbeitsplätze entwickelt. Arbeitsplätze, die wir bis heute hier nicht hatten und daraus wieder Jobs geschaffen für junge Menschen. Ganz andere Themen, die wir noch gar nicht kennen. So haben sich schon andere Städte verjüngt. Denken Sie an Freiburg. Und wir bekommen eine gute Durchmischung an unterschiedlichen Berufszweigen. Was gibt es noch? Wie vielfältig kann Fehmarn noch werden? Wir haben einen sehr attraktiven Standort im Bereich des Gesundheitswesens. Der Insel Westen ist dafür prädestiniert. Standortstärkung und Ausbau eines Wirtschaftszweiges Gesundheit. Reha, Behandlung, Vorbeugung, Pflege, nicht als Schule, sondern als Gesundheitszentrum. Vielleicht Asthmatiker, Neurodermitis oder. Ich bin kein Arzt, ich bin keine Ärztin, aber ich habe mit vielen Ärzten auf Fehmarn gesprochen. Die sehen hier wirklich eine ganz starke Entwicklung und warten eigentlich nur auf den Wink. Der ein oder andere möchte sich daran beteiligen. Unsere salzige Luft bietet gute Grundlagen für eine aktive Möglichkeit im Gesundheitswesen, ganzjährig. Auch dieser Zweig wäre in Verbindung mit einer Universität möglich. Was gibt es noch? Wie vielfältig kann Fehmarn eigentlich sein? Das ist spannend. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich erstmal festgestellt, was wir alles eigentlich machen können. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen sie nur mal nutzen. Thema Energie, Wasserstoff. Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Das geht aber nur, wenn wir genug Energie übrig haben, dass wir uns in Wasserstoff neue Arbeitsplätze suchen. Es ist momentan nicht klar, ob wir genug Energie übrig haben. Und deswegen wäre es jetzt fatal zu sagen, hier könnten wirklich neue Arbeitsplätze entstehen. Aber ich wollte Ihnen sagen, ich habe mir Gedanken dazu gemacht. Aktuell sehe ich keinen Bereich, aber eine Machbarkeitsstudie könnte man machen. Dies gehört geprüft. Und bis Freitag habe ich das geprüft. Freitag gibt es mein Thema grüne Energie und schwarze Zahlen. Da sage ich Ihnen mehr dazu, ob wir da auch Arbeitsplätze entwickeln können. Und jetzt ist das Spannendste. Was kann ich als Verwaltungschefin ganz schnell umsetzen und ganz klar machen? Ich kann das duale Studium im Bereich der Verwaltung anbieten. Neben der klassischen Ausbildung können Sie mit mir als Verwaltungschefin auch hier ein duales Studium absolvieren. Studiengang Allgemeine Verwaltung Public Administration, Bachelorstudiengang. Warum sollen wir nämlich unseren Nachwuchs für die Führung nicht selber ausbilden und jetzt die jungen Leute, die ihre Ausbildung beschlossen haben? Wer seine Ausbildung in der Verwaltung abgeschlossen hat und gerne noch das duale Studium ranhängen möchte, warum nicht? Ich möchte Bildung stärken. Bildung ist wichtig. Und so stärke ich nämlich dann auch unsere Stadtkasse. Mit guter Bildung, mit guter und vielseitiger Ausbildung, mit guten Studiengängen auf Fehmarn, das gab es wirklich noch nie. Und in dieser Vielseitigkeit beuge ich dem demografischen Wandel vor. Und stelle sicher, dass die Einnahmen für die Stadtkasse auf noch unterschiedlicheren Säulen stehen, wie sie heute schon sind. Das schafft noch mehr Sicherheit. Und deshalb ist Bildung in Verbindung mit oder als Art von Jobs für junge Leute für mich wichtig. Lassen Sie uns die Ärmel hochkrempeln, lassen Sie uns anpacken. Sie haben mich jetzt immer kennengelernt in allen meinen Zoom-Meetings. Das ist alles das, was ich gesagt habe, immer ein Konzept dahinter stand. Das ist für mich ganz elementar wichtig. Alles das, was ich Ihnen bis heute erzählt habe, ist konzeptionell umsetzbar. Und deswegen dürfen Sie entscheiden, ob aus den 30 Ausbildungsberufen vielleicht 45 oder 50 werden und ob es zukünftig Studiengänge auf Fehmarn geben wird oder nicht. Und auch in der Verwaltung, ob dort studiert werden kann oder nicht. Das war's für heute. Wieder mal durchatmen. Muss mein Leon fragen,
haben wir Fragen, haben keine Fragen heute, aber Sie haben auch schon so viele Fragen immer gestellt und Ihre Fragen kommen im Regelfall auch immer danach. Ich sage wieder vielen Dank, dass Sie dabei waren. Schalten Sie ein über meinen YouTube-Kanal live dabei am Freitag, grüne Energien und schwarze Zahlen. Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Am Mittwoch finden Sie mich auf dem Marktplatz. Herzlichst, Ihre Doris Klempner.